Unglaublich. Verehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Bundesregierung möchte die Bundeswehr weiter an der nachhaltigen Bekämpfung des IS-Terrors und an der Stabilisierung des Irak beteiligen. Dabei kann Ihr Antrag jedoch, Herr Maas, zumindest was den Einsatz in Syrien angeht, nicht einmal die notwendige völkerrechtliche Grundlage vorweisen. Ein Mandat des UN-Sicherheitsrats, Gewalt anzuwenden, liegt nicht vor, genauso wenig die Einwilligung der syrischen Regierung. Und die Bundesregierung ist sich dieser Tatsache ja wohl bewusst und bemüht deshalb auch eine Hilfskonstruktion, indem sie behauptet, Syrien könne seine Souveränität nicht vollständig ausüben. Damit frei nach dem Motto, die Not kennt kein Gebot, in diese Souveränitätslücke man auch reinstoßen kann. Ich finde das wirklich nicht nur abenteuerlich, ich finde, das ist auch eine wirklich ganz gefährliche Entwicklung. Sie reiht sich nämlich leider in die zahlreichen Fälle der Missachtung des Völkerrechts ein durch die Bundesregierung. Und sie tragen damit auch zur Erosion des Völkerrechts bei, weil sie sich damit unglaubwürdig machen, wenn sie auf die Einhaltung des Völkerrechts bei Dritten drängen, aber selbst nicht dazu bereit sind. Und Sie weisen in Ihrem Antrag zu Recht darauf hin, dass die bewaffneten Angriffe durch den IS andauern. Und dies erfordere es, dass die Bekämpfung des IS mit militärischen Mitteln fortgesetzt werden müsste. Aber schauen wir uns doch mal wirklich mal an, wo das eigentlich der Fall ist in Syrien. In der südsyrischen Wüste werden Reste des Islamischen Staats von der syrischen Armee bekämpft. Um im Euphrattal an der Grenze zum Irak werden sie bekämpft von den kurdischen Volksverteidigungseinheiten und Frauenbataillonen der JPG. Mit beidem aber hat diese Bundeswehr nichts zu tun. Oder wenn ich mich irre, dann klären Sie uns doch bitte schön auf. Wo genau in Syrien bekämpft die Bundeswehr den Islamischen Staat? Und wie kommen Sie dazu? Wie kommen Sie dazu, wenn Sie schon nicht in Ihrem Mandatstext klare Ziele benennen? Klare Zwischenschritte benennen, klare Benchmarks, Kriterien benennen, an denen Sie diesen Einsatz überhaupt auch messen wollen und evaluieren wollen. Wie kommen Sie dazu, in Ihrem Mandat zu sagen, dass Sie spätestens 31. Oktober 2019 dieses Mandat beenden wollen? Das würde ich mal gerne wissen. Was ist das Ziel und warum glauben Sie, dass Sie am 31. Oktober spätestens dieses Ziel erreicht haben? Die Wahrheit ist, das können Sie nicht sagen. Sie können das nicht sagen, weil die Bundeswehr Tornados und auch die AWACS mit der Bundeswehrbeteiligung in der Türkei offenbar eben doch ganz andere Aufgaben haben. Und es war deshalb auch immer ein schlechter Witz, den Luftraum mit der Maßgabe des IS überwachen zu wollen. Denn ich frage Sie, welche IS-Luftwaffe haben Sie denn in den letzten Jahren hier bekämpft mit den Bundeswehr Tornados? Es geht Ihnen offenbar um etwas anderes. Experten sagen in vielerlei Expertisen, dass es hier eigentlich um die militärische Absicherung geopolitischer Interessen Dritter geht. Und deshalb vermute ich auch diese Drohungen der Verteidigungsministerin von der Leyen, dass man gegebenenfalls in Syrien an der Seite von US-Präsident Trump intervenieren wird. Aber ich sage Ihnen, das hat nichts, rein gar nichts mit dem Mandat zu tun, was Sie hier vorgelegt haben. Es sind abenteuerliche Kriegsfantasien, an denen sich Deutschland meiner Meinung nach nicht beteiligen sollte. Und noch dazu wollen Sie jetzt auch noch in den Irak die Bundeswehr weiterhin schicken. Und ich frage mich wirklich, glauben Sie, dass die Bundeswehr im Irak aufgehoben ist? Ist es nicht auch so, dass sie lediglich in sich verschärfenden innerirakischen Machtkampf vielleicht eben als Instrument eingesetzt werden kann? Kurzum, Ihr Antrag ist nicht ehrlich, er ist völkerrechtlich problematisch und er ist sicherheitspolitisch abenteuerlich. Und deshalb lehnt DIE LINKE dieses Mandat ab. Vielen Dank, Sevim Dadelen. Nächster Redner, Omid Nuripur für BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN.